Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil für die Switch. Und wir befinden uns immer noch im alten Herrenhaus, immer noch auf der Flucht vor Zombies. Und wir haben immer noch den Schlüssel, den Rüstungsschlüssel. Mal sehen, welche Tür uns der noch öffnet. Wir haben hier auf jeden Fall diesen Korridor, haben auch noch ein paar Türen. Gehen wir auf die Karte gucken, warte mal. Mal hier oben. So, wir haben hier auf jeden Fall... Es sind auf jeden Fall ein paar Türen, wie man sieht, die alle rot sind. Vielleicht öffnet sich ja eine von denen für uns. Lass mal die Treppe hoch, weil hier unten können wir, glaube ich, nichts machen. Genau, hier rechts ist auf jeden Fall eine Tür. Die testen wir mal. Die haben wir schon. Okay, können wir rein? Haben wir verwendet? Perfekt. Okay, hier kann man auf jeden Fall gegen Gift was mischen. Drei Türen. Mal gucken. Eine Tür nach links geht. Da gehen wir als erstes mal hin. Gucken wir mal, wo es reingeht. Hilfekasten, nehmen wir mit. Ein Speicherband, auch mit. Ein Stück wie immer. Weiter. Naja, lass mal liegen. Außer hätte jemand etwas mitgenommen und sich schnell aus dem Staub gemacht. Oder das ist leer, das Regal auch. Diese Fußspuren scheinen mitten durch das Bett zu führen. Oh, die waren schnell unterwegs. Na gut, gehen wir wieder raus. Da scheint nicht so viel drin zu sein. Okay. Sind wir gekommen, oder was? Die Tür, können wir die Tür noch versuchen aufzumachen? Wir haben eine Dietrich verwendet. Na gut. Was wird das sein? Ein Experimentierraum oder was? Bienenköder nehmen, klar. Ein Sammler präparierter Insekten. Darunter ist ein Schalter. Drücken? Oh. Geht nichts. Vielleicht hat es etwas mit den präparierten Insekten zu tun. Okay. Mehr Objekte können sie nicht tragen. Ach man, scheiße. Testament des Forschers. Daran steckt ein Brief. Der obere Teil des Briefes ist abgerissen. Der Rest des Briefes ist lesbar. Alma, ich habe versucht zu überleben, um dich wiederzuzusehen. Aber ich habe das Unausweichliche nur hinausgezögert. Ich bin infiziert und es gibt keine Heilung für das, was nun folgt. Der einzige Ausweg ist der, mein Leben ein Ende zu setzen. Ehe ich das verliere, was mich noch von diesem Bestien unterscheidet, meine Liebe für dich. In einer Stunde beginnt mein ewiger Schlaf im Frieden. Bitte verzeih mir, es tut mir so leid. Martin Crackhorn. Er hält es voller Tote Insekten. Mann! Okay. Wir müssen wieder ein... Wir müssen irgendwas loswerden hier. Los, was? Wir gehen mal zurück in den Raum und werden in den Raum unsere Sachen reinlegen, weil anders, glaube ich, ist das nicht zu lösen. Rennen wir nochmal hier rein. Dann können wir ja gucken, was da... Irgendwas weglegen, vielleicht die Waffe. Und da... Das ist echt das Nervige an dem Spiel, dass man wirklich so wenig tragen kann. So, ich weiß, glaube ich, so 12 Objekte werden. Und man wird wahrscheinlich immer modern sein. Aber es ist wirklich wenig Objekte, die man tragen kann. Aber
machen wir ein bisschen frei hier. Wir haben auf jeden Fall zwei Sachen, die wir noch einsammeln konnten. Also wir legen das Gewehr hier rein. Und wir legen den Kasten hier rein. Jetzt haben wir zwei Plätze frei. Müsste doch reichen. Ich kann das Messer auch hier reinlegen. Das Messer benutzen wir so gut wie nie. Dann benutzen wir dann mal ein Kampfmesser. Ja, vielleicht, wenn der mal am Boden liegt oder so, ne? Das ist mal weg. Gehen wir nochmal zurück. Ja. Hoch. Rein. Hier war auf jeden Fall was, was wir nehmen konnten. Minenpräparat mitnehmen, ja klar. Hier war noch was, ne? Hier war noch ein. Müllhaken. So, was können wir damit machen? Lass uns die mal angucken. Die für Köder hat keinen Haken. Die große Biene als Ausstellungsobjekt präpariert. Die ist gut erhalten. Wollen wir die jetzt auch vertauschen? Ja. Geht nichts, okay. Ja, wir haben schon gesagt, wir machen mal den. Eine Sammlung präparierter Insekten. Und das ein Schalter drücken. Okay. Vielleicht müssen wir das Ding da drüben hier auch pushen. Dann da reinsetzen. Jetzt den Schalter drücken. Nein. Passiert nichts. Okay. So, warte mal, vielleicht müssen wir ja. Oh, da sind ja überall Haken dran. Wir müssen den Haken miteinander verbinden. Aha. Kann ich jetzt da reinpacken? Warte hier. Da haben wir einen Klick gemacht. Vielleicht können wir jetzt den Schalter drücken. Nein. Hier sind ja alle ohne Haken und drüben sind alle mit Haken. Mitnehmen. Diese blöde Biene. Mach raus hier. Ich kann nicht auf die Biene schießen. Auch hier mal raus. So.
Da ist auch eine Tür. Wir könnten geradeaus gehen und versuchen, die Tür da zu öffnen. Gucken wir mal. Warte, gucken hier. Okay. Die Tür ja auch offen uns hier. Okay, ein Helmsymbol. Yay. Mal, ich guck mal einmal kurz das Windspiel an. Bin mir jetzt schon sicherer. Es weist ein Windsymbol auf. Windwappen, Windwappen. Okay. So, packen wir erstmal die Kiste hier rein. Oh. Hier so drin eigentlich. Ja. Jetzt kann man mit diesen ersten Hilfekasten machen. Kann ich nichts, aber nehmen wir es trotzdem mal mit. So, wir haben immer noch keine Schlüssel, um dieses Serum zu holen für diesen Iopi. Nimm mal. Hier rein. Irgendwo war nämlich noch ein Kamin. Ich weiß nicht mehr, wo das war mit dem Kamin. Das Feuerzeug sicherheitshalber mit. Irgendwas anbrennen sollen. Gut, also sind jetzt hier. Jetzt müssen wir überlegen, wo wir hin sollen noch. Also, was können wir jetzt noch machen? Wir brauchen ja diesen anderen Schlüssel. Bloß, wo kriegen wir den Schlüssel her? Ist die Frage. Es gibt noch ein paar Türen, die wir nicht geöffnet haben. Jetzt hier hochgehen. Da sind auf jeden Fall Türen. Da haben wir noch richtig viele rote Türen. Kurz nach oben gehen, warte mal. Dann ist eine rote Tür, die konnten wir nicht aufmachen, das war die im Kaminzimmer. Aber wir können. Wo können wir denn noch hin? Frage. Da drüben sind auch Türen, ne? Wir können vielleicht die aufnehmen. Mal. Irgendwo werden wir schon noch reinkommen. Noch ist der Schlüssel ja nicht aufgebraucht, sonst würden wir den wegschmeißen können. Das heißt, der muss ja irgendwie noch für was Nutze sein. Einmal mal komplett rum und wieder raus rein und dann die andere Seite. Oh Mann, diese Steuerung macht einen wahnsinnig, Leute. Wo lebt er noch? Ich glaube, ich war zu langsam mit dem Serum. Schade. Na gut. Ärgerlich. Der ist wohl tot. Naja, waren wir zu langsam. Achso, warte mal. Da er ja tot ist, können wir vielleicht durch die Tür gehen da hinten.
Und wenn er tot ist, kann man doch wieder so durchgehen. Hier, hier oben. Okay. Ja, ich glaube, man hätte mit dem Messer kann man unten immer abstechen, dass die auch wirklich tot sind, denn. Ich glaube, jetzt kommen wir hier durch, ne? Hier durch? Yes, wissen wir mal. Jetzt können wir durch, okay. Jetzt, wo der tot ist, können wir natürlich auch da durch, ne? Oh! Nach unten. Okay. Ah, dann kam das Blut, kommt auch ein bisschen spät bei ihm, ne? Okay. Hier durch. Eine Tür. Da kommen wir auch durch, okay. Mann, Mann, Mann. Damit wir gebrauchen das. So. Hier findest du es nicht zu viel zu erkennen. Dann will ich da machen. Na komm, mal schieben. Bringt aber nichts. In die Richtung schieben. Du blödes Viech. Okay, ist tot. In dieser Fenster ist nicht zu erkennen. Ja. Und hier das Ding anmachen. Ein Kerzenhalter ohne Flamme. Jo, jetzt sieht man auch viel mehr. Danke. Gewehrmunition nehmen wir mit. Die Regale sind voller Weingläser. Hier auf dem Tisch. Hängt auch irgendwas. Notenblatt mitnehmen, klar. Auch ein Notenblatt. Gut zu wissen, wir haben ja mal dieses Notenheft da gefunden. Vielleicht gehört das zusammen irgendwie. Kann ja gut sein. Wieder raus. Die mehr haben wir wahrscheinlich gar nicht gefunden hier. Na gut. Gehen wir erstmal gucken, erstmal nachladen bitte. So, hier sind so hingegangen, jetzt können wir auf jeden Fall noch nach oben gehen hier, ne? Tür ist verschlossen. Nein, dieses Schildsymbol, okay. Noch nicht weiter. Was zu erkennen hier, komm auf die Karte. Nee, die Tür können wir nicht aufmachen. Da hinten die Tür können wir auch nicht aufmachen. Das heißt, wir können hier keine Türen mehr aufmachen. Unten sind noch ein paar Türen, also müssen wir erstmal wieder zurück. Ja, gehen wir erstmal wieder zurück. Bin ich Leben verloren? Okay, okay. Müssen wir jetzt, glaube ich, nochmal zurückgehen zu unserem
zu unseren, wie heißt das, zu unserer Schreibmaschine, um das auch zu speichern. Oh. Ja, eine Schreibmaschine ist ja noch hier unten, können wir da vielleicht. Cool, wäre natürlich eine Kiste gewesen jetzt. Kiste gelaufen wäre, aber egal. Wir speichern einmal hier. Lass mal sicherheitshalber speichern. Ich habe Angst, dass ich draufgehe und dann wieder so viel machen muss. Wo war denn dieses Ding? Schreibmaschine in der Tarbox ist da. Da hinlaufen. Wollen wir mal schnell hinlaufen nochmal, um die Sachen abzugeben? Das macht vielleicht Sinn, dass wir nicht ganz so viel rumschleppen. Hier ist auch noch ein Rätsel mit der Uhr, wissen wir auch nicht genau, was wir machen sollen. Warte mal, wir können ja, wenn wir schon hier sind, können wir doch die Notenblätter mitnehmen. Die anderen Notenblätter, die wir hatten, die haben wir noch auch gefunden. Können wir das ja kombinieren. Huch. Hin war das, ne? Cool. Okay, ich weiß schon, worauf es nachläuft. Die brauchen sie jetzt nicht. Scheiße. Gut, bringt nichts, kann man nichts aufnehmen. Das heißt, wir müssen noch einmal zurücklaufen und das nochmal zu unserer Kiste laufen und ein paar Sachen abgeben. Das ist echt blöde, das ist wirklich blöd, das nervt. Kurz. Und ich laufen. Also, die nächste Tür ist meine. Laufen jetzt. Bis nach vorne. Dadurch. Ah, perfekt. Schon da. Super. Gut. Reintun. Ach, super. Hier hätte ich wahrscheinlich das Serum bekommen. Ich depp. Na egal. Gut. Alles weg. Und Eier wäre wieder los. Das wollen wir noch kurz gucken mit dem Notenblatt, ob das so ist, wie wir uns das gedacht haben. Denn bin ich auch beruhigt, wenn geklappt hat, wenn nicht klappt. Mal schauen. Geht hier? Was geht? Ich weiß nicht, welche Tür ich nehmen soll.
geradeaus für. Kurzzeitgedächtnis, Leute, Kurzzeitgedächtnis. Und damit dem klar. Bin gespannt. Aber bestimmt das zusammen mit das. Welchen Titel Mondscheinsonate? So, also ein paar Sachen weiß ich ja noch von früher. Das heißt, wir können es definitiv abspielen hier auf dem Klavier. Das meine. Ich muss das nur nutzen da. Spielt er das ab? Kann ja auch jeder gleich Klavier spielen, ne? Ja. Und ein Zombie. Dann doch kein Zombie. Zum Bund mit dem klar. Oh. Elf Tage sind vergangen, seit ich auf diesem Anwesen eintraf. Wie bin ich hier gelandet? Ein Mann im Laborkittel brachte mich ein klägliches Mahl und sagte, ich bedauere, dass ich Ihnen das zumuten muss, aber es ist aus Sicherheitsgründen nötig. Und da ging mir ein Licht auf. Jetzt ergibt es Sinn. Nur zwei Leute kennen das Geheimnis dieses Hauses. Sir Spencer und ich. Wenn die mich umbringen, weiß nur noch Sir Spencer Bescheid. Aber warum? Das ist doch nun egal. Es ist zu gefährlich. Meine Familie, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Dann kommt Jessica, Lisa. Ich bete für Ihre Sicherheit. Wie konnte ich so unachtsam sein? Ich habe mein liebstes Feuerzeug verloren. Mein Geburtstagsgeschenk von Jessica. Das macht es viel schwerer, von diesem finsteren Ort zu entkommen. Tag, an dem mein Schicksal besiegelt wurde, nur drei Tage zuvor, wurde meine Tante ins Krankenhaus eingeliefert. Jessica und Lisa, wollen Sie besuchen gehen? Ich wünschte, ich wäre bei Ihnen. Aber nein, ich entsinne mich. Kurz vor meiner Ohnmacht sagten die Männer in Labyrinth etwas wie, wahrscheinlich sind seine Frau und Tochter schon. Ich bete für Ihre Sicherheit. Irgendwie konnte ich aus dem Raum entkommen. Aus diesem Haus kommt man nicht so leicht. Ich muss die ganzen Fallen umgeben. Tigeraugen, Goldsymbole, das darf ich nicht vergessen. Ja, okay. Müssen wir wohl wieder reintun, um rauszukommen. Und ich behaupte mal, wir haben ja dieses blöde Holzsymbol. Damit können wir es nutzen. Aber das soll es erstmal gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Beim nächsten Mal werden wir es ändern.